So. Weiter geht's mit Base 6. Stürmen wir noch das Haus hier. Möglicherweise von uns abgeschmiert. Das Spiel. Ich schwöre, ich bin schon mindestens 20 Mal hin und her gelaufen. Den Vögel aber einfach. Ich finde ihn. Hoffen wir mal, dass es vor. Nicht gesehen. Ich habe mal wieder kein. Und gut ist. Ach.
wenn er nun hier war. Thank you.
weiter. Ich hätte es wissen müssen. Was? Ah ja, irgendwie so ein Schnitt. Als nächstes heißt es
Muss klar nochmal. Thank you.
doch nochmal zurück. Scheiße. Da wurde ich denn doch lieber. Ist. Ich hoffe, ich bin Wasser. Was hat diese kleine Ratte vor? Vielleicht wird sie endgültig. Wer du bist. Gemeinsam an. Hayeras, Kola? Siehst du was? Gut. Das brauchen wir oder mit Schuhen. Moment, irgendwas passiert hier gerade.
Oh, until we lost my hidden town. Hol mir ja ein Waffengeld. Ach, verstopfter Wein. Das Lager. Ja, muss man das erstmal wegschaffen.
den erstmal. Wir gehen erstmal hinten lang. Jensen, Gott sei Dank. Ich bin unten im Kerker, Mann. Erinnern Sie sich an den Titel meines supergeheimen Buchs? Ich erinnere mich, dass es rot war. Spuren war es mal doch so, trotzdem alles andere. Ja, Schmidtgau. Sauferei gefunden. Glück. Zeitung. Ich bin sicher, dass es Sinn macht. Jensen, mein Lieblingstechno-Wunderkind. Tut mir leid wegen der Typen. Sie hatten hoffentlich nicht zu viel Ärger? Die sind kein Problem mehr. Was wollten die? Haben sie ihr Schutzgeld nicht bezahlt? Ich glaube nicht, dass es um Geld geht. Es gibt ein kleines Missverständnis mit ihrem Boss Ota.
Sie kennen diese Gangster ja. Genug, um zu wissen, dass es keine kleinen Missverständnisse gibt. Interne Valley-Politik. Ich krieg das schon hin. Ein Gespräch mit dem großen Boss. Sobald sich alles beruhigt hat. Am Tag nach der Bombe, Mann. Da kriegt man doch Angst, oder? Ein Wunder, dass überhaupt jemand vor die Tür geht. Manchmal hat man eben keine Wahl. Meine Systeme haben was abgekriegt. Ich hatte gehofft, sie kriegen das wieder hin. Sie haben was abgekriegt? Oh, Scheiße. Warum haben Sie das nicht gleich gesagt? Sie müssen auf den Stuhl. Auf den Stuhl. Ich wollte mir Ihre Seraph Augs schon immer mal näher ansehen. Aus der Nähe. Also, ich schnalle sie an, drehe das Gas auf und... Naja, dann schlüpfe ich rein. Sehe mich mal um. Was genau werden Sie mit mir machen? Das weiß ich noch nicht. Erstmal muss ich rein und den Fehler finden. Aber keine Sorge. Ich mache nichts, was Sie nicht auch machen würden. Versprochen. Außerdem waren Sie schon hier und kennen mich als Profi. Sie haben mich aber noch nie betäubt. Ich habe Sie auch noch nie am Tag nach einer Bombe gesehen. Das war ein Riesenschock, Mann. Kaboom! Soll ich sie jetzt reparieren oder nicht? Moment mal, wie lange werde ich betäubt sein? Was ist, wenn die Dwellys Verstärkung schicken? Oh, sie schinden doch nur Zeit. Diese Analphabeten kommen hier nicht rein. Haben Sie keine Angst vor dem Stuhl, okay? Der Stuhl ist ganz harmlos. Das verspreche ich Ihnen. Das mit den Dwellys ist nichts. Ota ist ohne Grund angepisst. Ich verlasse mich auf Sie, Kala. Irgendwie sind Ihre Probleme auch meine Probleme. Oh, das ist süß, Jensen. Ota Botcovelli ist die Nummer 2 bei den Dwellys. Die Männer da draußen gehören zu ihm. Aber der große Boss ist Radic Nikolatze. Er ist die Nummer 1. Und ich kenne Radic, also... Kein Grund zur Sorge. Also, fangen wir jetzt an, oder was? Okay. Bringen wir es einfach hinter uns. Ganz ruhig, Jensen. Stellen Sie lieber keine Fragen. Das Ganze ist eine Kunst, Jensen. Es wird alles wieder gut. Sie merken nicht mal, dass ich drin bin. Sie fühlen sich schwerelos, weit entfernt, als wären Sie jemand anders. Aber Collar bringt sie zurück und stellt sie wieder her. Bevor sie es merken. Oh, Gott sei Dank. Ganz ruhig. Ich schwöre, ich wollte das nicht. Die Netzhaut-Display kommt gleich wieder. Können Sie sich bewegen? Was sagen Sie? Ich wollte ein paar Verbindungen herstellen. Aber Sie haben da ein paar abgefahrene Augs. Ich hätte wahrscheinlich nicht. Ich hole Ihnen ein Glas Wasser. Oder vielleicht was Stärkeres? Wasser. Kommt sofort jetzt. Nur bleiben Sie ruhig, okay? Nicht aus. Ein Neustart war die einzige Rettung. Rettung wovor, Koller? Kernschmelze. Sie haben fast meinen Stuhl ruiniert. Also habe ich sie zurückgesetzt und was gefunden. Ich zeig's Ihnen lieber direkt. Rufen Sie Ihre Systemanzeige auf. Das müssen Sie selbst sehen. Das sind Ihre Implantate. Die kennen Sie alle, oder? Ja, David Seraph hat sie installiert. Hat 2 Jahre gedauert, sich an alles zu gewöhnen. Ja, also, ich musste einiges davon rückgängig machen. Was ist los, Koller? Warum fühle ich mich so anders? Etwas hat versucht, Ihnen den Saft abzuziehen. Ich musste zur Diagnose einen Reboot machen. Aber Ihr Fabrikzustand ist alles andere als Standard. Was sehe ich da gerade? Experimentelle Test-Augs, Mann. Versteckt in Ihrem Körper. Heißt das, ich habe mehr Implantate, als ich geglaubt habe? Mehr, als Ihr Körper verarbeiten kann.
Cool, was? Weiß ich noch nicht. Ich will Ihnen zeigen, was passiert, wenn Sie eins dieser Babys aktivieren. Schon okay, Jensen. Eins bringt sie nicht um. Das sagten sie bereits. Schon okay, Jensen. Eins bringt sie nicht um. Das sagten sie bereits. Schon okay, Jensen. Eins bringt sie nicht um. Das sagten sie bereits. Sehen Sie? Eine Spitze in ihrem Energieverbrauch. Wo zum Teufel kommen diese Dinger her? Kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Explosion sie aufgeweckt hat. Jedenfalls müssen sie diese irre Scheiße auch benutzen. Das ist ihr Recht. Wir müssen nur dafür sorgen, dass sie dabei nicht verbrutzeln. Ich habe da eine Idee. Schalten Sie mal eins der anderen Implantate aus. Nur so zum Spaß. Na los, Jensen. Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen. Jensen, schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen. Na los, Jensen, schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen. Na los, Jensen! Schalten Sie ein Implantat aus, das Sie nicht nutzen! Na los, Jensen! Aha! Sofortige Abkühlung! Sie können Ihr System im Gleichgewicht halten, wenn Sie wollen. Aktivieren Sie einfach nicht alles auf einmal. Was würde dann passieren? Es gäbe größere Ausfälle durch Überhitzung. Vielleicht permanente Schäden. Ich schlage vor, Sie machen es einfach nicht. Okay, setzen Sie mich jetzt zurück, Collar. Ich reaktiviere selbst, was ich brauche. Okay. Ich werde nicht immer direkt zu Ihrer Verfügung stehen. Ich kann Ihnen nicht hinterherlaufen, um Sie zu warten und Ihr neurales Gefüge in Schuss zu halten. Was immer Sie von nun an tun, ist Ihre Entscheidung. Ich dachte, Sie sind mein persönlicher Augexperte. Ich bin ein Experte, was den chinesischen Schwarzmarkt angeht. Die Scheiße, die ich in Ihrem System gefunden habe, sieht aus, als käme sie direkt vom Mars. Ich bin sicher, dass sie nicht vom Mars kommt. Ich weiß nicht. Mir gefällt das nicht. Sie verdienen Antworten, die ich Ihnen nicht geben kann. Niemand in Prag kennt Ihr System besser als ich. Ich kann Ihnen helfen, das Beste aus Ihren neuen Augs zu machen. Aber Sie können mir nicht sagen, woher Sie stammen. Ich dachte, David Seraph hätte alle meine Augs installiert. Wenn ich welche habe, von denen ich nichts weiß, sollte ich mit ihm reden. Ich kenne Seraphs Arbeit. Diese neuen Augs, die sehen anders aus. Diese Neodymhülle. Und wer benutzt dafür dimorphe magnetoriologische Flüssigkeiten? Im Ernst,
wenn Sie mit Seraph reden, fragen Sie ihn das. Sehr ungewöhnlich, aber auch verdammt cool. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Ein AUG-System, das absichtlich so versteckt wird? Ich weiß nicht, Jens. Also, ich habe schon von der Schwarzmarktbehandlung gehört. Umfallen in Prag, Aufwachen in Shanghai. Aber meistens mit weniger AUGs, nicht mit mehr. Was genau unterscheidet diese AUGs von meinen anderen? Sie sehen experimentell aus. Überall lose Drähte, Mann. Als wären sie zur Hälfte ungetestet, unfertig, unglaublich. Es ist wunderschön. Ja, das ist es. Warum sollte Seraph das Zeug in mir verstecken? Ich begreif's nicht. Ich bin nicht sicher, dass das Seraph war. Die Tech ist erstklassig, aber die Padded-Isolierung ist schlampig, der Knochenrahmen auf die Schnelle montiert. Es fehlt der Seraph-Touch. Sieht eher aus wie ein Umbau. Was Aktuelleres. Was denken Sie? Ich denke, ich hasse es, bewusstlos zu sein. Sie sagen, die Dinger sind aktueller. Wie aktuell? Innerhalb der letzten 2 Jahre. Ungefähr. Ist Ihnen in der Zeit was zugestoßen? Ich wurde aus dem Meer gefischt und zur Erholung in eine Anlage in Alaska gesteckt. Das sind ein paar Monate, also. Je mehr ich mich zu erinnern versuche, desto verschwommener wird alles. Scheiße, Jensen! Das ist erschreckend! Diese Aktion hat länger gedauert als erwartet. Sind wir fertig? Ja. Hier. Nehmen Sie ein paar Praxis-Kits für den Notfall. Praxis löst jedes Problem und macht glücklich. Und vergessen Sie nicht, was ich über Ihre Energieverwaltung gesagt habe. Das wird ein Balanceakt. Nun, außer was, Collar? Man könnte das vielleicht optimieren, aber dafür brauche ich etwas von OTA. Einen Neuroplastizitätskalibrator. Wenn es für mich einen Weg gibt, alles, was ich habe, ohne Kompromiss zu nutzen, dann will ich ihn wissen. Ich habe gehofft, dass Sie das sagen. Ich bestelle meine ganze Tech aus einem illegalen Katalog. Aber meine letzte Lieferung wurde abgefangen. Von Otar Botkovelli. Derselbe Otar, dessen Männer draußen Bücher gesucht haben? Ich zwinge Sie zu nichts. Sie müssen es selber wollen. Sie müssen ein augmentierter Gott werden wollen. Falls das für Sie interessant klingt, sollten Sie wissen, dass OTA im Sisti-Viertel ein illegales Casino betreibt. Der Eingang ist in einem kleinen Hof neben der Levani-Straße. Danke für die Info, Collar. Und danke für die Praxis. Jetzt rüsten wir noch auf in ein dann tun wir Dingsbumsen. Bumsdingsen, ja. Das sagt doch gleich Streuf M. Nein, werden wir das Video. So. Es wird langweilig, das Aufrüsten. Ich beende das Video jetzt.